Live-Online-Veranstaltungen sind ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Bildungsarbeit, sei es jetzt in Form von Webinaren, im Rahmen von Blended Learning-Angeboten oder auch einfach als Online-Arbeitsmeetings mit Kolleginnen und Kollegen. Und künstliche Intelligenz kann diese Live-Online-Veranstaltungen wirklich effizient unterstützen und auch zur Teilhabe beitragen. Wir zeigen jetzt ein paar technische Möglichkeiten dafür und kommen dabei auch auf rechtliche Voraussetzungen zu sprechen. Demonstrieren werden wir das Wichtigste zunächst anhand der Software Zoom, bevor wir auf andere Videokonferenzsysteme kurz eingehen und dann noch einen kleinen Ausblick in Richtung Zukunft wagen. Schauen wir uns zuerst KI-Anwendungen an, die Ihnen mit der Videokonferenzsoftware Zoom zur Verfügung stehen. Bevor Sie die KI-Funktionen in Ihrem Zoom-Raum nutzen können, müssen Sie sie im Backend von Zoom aktivieren. Wir zeigen Ihnen, welche Einstellungen das sind und wie Sie die KI-Funktionen in Ihrem eigenen Zoom-Raum verwenden können. Bevor wir loslegen, hier ein kurzer Überblick, um welche KI-Anwendungen es sich dabei handelt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in Zoom-Meetings einen Avatar verwenden, wie Sie eine automatische Transkription eines Zoom-Meetings erstellen, wie Sie automatische Übersetzungen in verschiedene Sprachen erhalten, wie Sie den AI-Companion aktivieren. Das ist eine KI-Begleitung in Zoom-Meetings, die allerdings nicht immer ideale Ergebnisse liefert. Dann sehen wir uns noch an, welche KI-Funktionen das Whiteboard in Zoom bietet und auch noch zwei zusätzliche Apps, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Zoom-Meeting zu analysieren. Um alle Funktionen nutzen zu können, laden Sie bitte die aktuelle Version des Zoom Desktop Client herunter, also der Desktop-App, und melden Sie sich an. Sie müssen dort auch eingeloggt sein, wenn Sie beispielsweise den Avatar in Zoom-Meetings verwenden möchten. Schauen wir uns nun an, welche Einstellungen Sie im Zoom-Backend vornehmen müssen. Rufen Sie dazu die Website von Zoom auf und loggen Sie sich ein. Wenn Sie automatische Übersetzungen den Teilnehmenden in Ihrem Zoom-Meeting bereitstellen möchten, benötigen Sie zuerst eine kostenpflichtige Zoom-Version und müssen zusätzlich die Übersetzungsfunktion erwerben. Die kostet für den Meeting-Anbieter ca. 5 Euro pro Monat. Haben Sie diese Funktion erworben, dann müssen Sie sie noch im Zoom-Backend aktivieren. Auf der linken Seite unter dem Reiter Admin auf Benutzerverwaltung und dann auf Benutzer klicken. Sollten Sie mehrere Benutzer angelegt haben, sehen Sie diese hier aufgelistet. Wählen Sie den Benutzer aus, für den Sie die Übersetzungsfunktion erworben haben. In unserem Fall ist das der untere Benutzer, der hier angeführt wird. Klicken Sie auf Bearbeiten. Haken Sie dann übersetzte Untertitel bei Zoom ab. Um die automatische Übersetzung im Zoom-Raum verwenden zu können, müssen Sie nun aber auch die Einstellungen im Backend aufrufen. Gehen Sie sicher, dass Sie sich im Reiter Meeting befinden und klicken Sie auf den Abschnitt In Meeting erweitert. Scrollen Sie etwas nach unten und aktivieren Sie automatische Untertitel und übersetzte Untertitel sowie vollständiges Transkript und nach Wunsch die Option Untertitel speichern. Sie können auch die Funktion manuelle Untertitel aktivieren, falls Sie die Untertitel von einer Person händisch eintippen lassen wollen oder über einen Drittanbieter einbinden möchten. Die Untertitelfunktion ohne Übersetzung steht auch allen mit einem kostenlosen Zoom-Account zur Verfügung. Um den AI-Companion zu aktivieren und auch die KI-Funktionen des Zoom Whiteboards, benötigen Sie die kostenpflichtige Pro-Version von Zoom. Einstellungen rund um den AI Companion finden Sie in der gleichnamigen Registerkarte AI Companion.
in den Einstellungen des Webportals. Dort können Sie auch die KI-Funktionen für das Whiteboard aktivieren. Alle weiteren Konfigurationen zum Whiteboard finden Sie im Zoom Backend unter Einstellungen Whiteboard und auch unter Meeting in Meeting Grundlagen. In der kostenlosen Zoom-Version kann das Whiteboard ohne KI-Funktionen genutzt werden. Die beiden Zoom-Apps Read und AI Notetaker bei Fathom sind in einer kostenlosen Version zugänglich und bieten eine zusätzliche Möglichkeit, Zoom-Meetings auszuwerten. Sie müssen im Desktop-Client oder direkt im Zoom-Raum unter Apps hinzugefügt werden. So, nachdem jetzt alle nötigen Einstellungen im Backend von Zoom vorgenommen worden sind, können wir dem Zoom-Raum beitreten und diesen Raum öffne ich jetzt als Host vom Zoom-Client aus und schaue mir dort die neuen KI-Möglichkeiten an. Ja, ich habe hier jetzt einige zusätzliche Funktionen. Ich kann hier über die Videofunktion zum Beispiel einen Avatar auswählen. Die vorgefertigten Avatare stehen da hier zur Verfügung. Das heißt, ich kann hier etwas auswählen, was schon vorher vorgefertigt wurde und nicht individuell. Ein bisschen werden meine Mundbewegungen mitgemacht, aber nicht meine Gesten. Ich kann auch einen Avatar auswählen, den ich schon extra selber vorbereitet habe, von dem ich vielleicht glaube, dass er besser für mich passt. Und mit Klick auf None kann ich die Avatar-Funktion auch wieder ausschalten. Wenn Sie einen Avatar verwenden, bitte denken Sie an die Wirkung auf die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir sind nicht alle gleich verspielt und die Anonymität ist auch wirklich manchmal unangenehm oder nicht wirklich gut passend. Hier unten sehe ich jetzt auch den AI Companion. Ich kann hier als Host noch ein paar Einstellungen vornehmen und kann bestimmen, wann wer den Companion starten kann. Der Companion ist eine individuelle Funktion und kann von jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin nach eigenem Gutdünken genutzt werden. Und was man damit machen kann, werden wir in der nächsten Sequenz genauer sehen. Hier herunten kann ich auch das Whiteboard aufrufen und ich kann auch hier als Host noch einige Einstellungen vornehmen, wer das Whiteboard öffnen kann. In diesem Fall wieder alle TeilnehmerInnen. Auch hier die KI-Funktionen selber schauen wir uns in der nächsten Sequenz an. Ich kann das Whiteboard auch öffnen, einfach über Bildschirm teilen. Hier kann ich es aufrufen und natürlich dann ebenfalls die KI-Funktionen nutzen. Auch das schließe ich jetzt wieder und komme zu einer sehr wichtigen Funktion, nämlich der Funktion der Untertitel. Wenn ich hier auf Untertitel anzeigen klicke, dann laufen hier schon meine Untertitel mit. Ich kann sie in der Größe verändern. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann das tun und für sich selbst individuell anpassen und kann auf diese Weise hier unten eine Untertitelanzeige generieren oder auch ein vollständiges Transkript anzeigen, das hier auf der rechten Seite mitläuft und in der Folge dann vielleicht eben als Basis für eine weitere KI-Auswertung dieses Meetings herangezogen werden könnte. Ich beende hier aber wieder die Transkriptfunktion und wir bleiben hier bei den Untertiteln. Ich kann nämlich über dieses kleine Drop-up-Menü da noch was anderes machen. Ich kann eine Übersetzung zuschalten. Und ich habe hier schon bei der Übersetzung Englisch als zweite Sprache eingestellt, aber Sie sehen hier rechts bei der Sprachauswahl, dass es eine ganze Reihe anderer Sprachen auch noch geben würde, die ich hier auswählen könnte. Und auch das ist eine individuelle Funktion. Das heißt, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann eine Sprache auswählen, in die übersetzt werden soll. Und hat dann hier unten in der Untertitelleiste eine Übersetzung mitlaufen. Und wenn Sie so nebenbei schauen, dann werden Sie sehen, dass diese Übersetzung gar nicht schlecht ist. Und das ist tatsächlich etwas, was eine enorme Chance für die Beteiligung oder einfach auch für internationale oder eben mehrsprachige Meetings bietet. Stellen Sie sich vor, Sie haben keine gemeinsame Sprache in einem Meeting. Bei Personen, die aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Erstsprachen kommen und
können auf diese Weise die Teilhabe, den Austausch, die Zusammenarbeit unterstützen. Da haben Anbieter, die diese Funktion nutzen und freigeschaltet haben, tatsächlich potenziell eine viel größere Reichweite und können einen tollen Service mit dieser KI-Funktion zur Verfügung stellen. Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie man KI in Zoom-Meetings nutzen kann, haben wir eine kurze Diskussionsrunde vorbereitet, um dann daraus ein Transkript zu erhalten, das wir der KI zur Weiterverarbeitung dann geben. Um nun die Diskussion zu starten, muss ich zuerst die Untertitel aktivieren und auch gleich den AI Companion. An dieser Stelle würde ich natürlich die Teilnehmenden eines Meetings im Chat fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass ein Transkript erstellt wird. Ich weiß, meine Kolleginnen sind damit einverstanden, deswegen aktiviere ich gleich die Untertitel und auch den AI Companion. Ja, und für unsere Diskussion haben wir uns das Thema Medienkompetenz vorgenommen. Medienkompetenz ist ja definiert als die Fähigkeit, Medien zu benutzen, zu bedienen, kreativ anzuwenden und auch kritisch zu reflektieren. Jetzt hat sich aber durch die digitale Transformation der letzten Jahre doch einiges auch wieder verändert am Begriff der Medienkompetenz. Was sind denn jetzt die speziellen Anforderungen an Medienkompetenz in der digitalen Welt? Genau, Birgit. Was jetzt anders ist als davor, ist, dass Nutzerinnen digitaler Medien zugleich ja auch zu Produzentinnen werden, indem sie zum Beispiel ein Social Media Posting erstellen, produzieren sie Inhalte. Das verdeutlicht der Begriff Prod-User recht gut. Also wir sind einerseits User, Userinnen, aber auch Produzentinnen von Inhalten. Wir konsumieren und wir verbreiten Inhalte. Und einerseits kann man das auch positiv sehen, im Sinne einer Demokratisierung, dass auch alle die Möglichkeit haben, am politischen Diskurs aktiv teilzunehmen. Aber gleichzeitig bietet es eben viele Möglichkeiten, ganz einfach Manipulationen, Fake News, Desinformationen über das Internet zu verbreiten. Und über den Einsatz von KI verschärft sich diese Problematik natürlich noch einmal deutlich, da es eben mit wenigen Klicks möglich ist, wirklich sehr realistisch wirkende Manipulationen zu erstellen und zu verbreiten. Was man da auf jeden Fall auch noch dazu sagen muss, ist, dass auch große Konzerne in dem Zusammenhang einen wichtigen Einfluss haben. Stichwort Plattformkapitalismus. Private Tech-Unternehmen haben da ja oft eine Monopolstellung, besonders wenn es um Social Media geht. Das bedeutet dann, dass wirtschaftliche Interessen oft den politischen Diskurs beeinflussen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Geschäftsmodelle der großen Plattformen zielen ja auf Klicks und Likes und generell Interaktionen. Und diese Interaktionen kann man halt am ehesten generieren durch emotionalisierten Kontext, polarisierenden Content. Also das ist ja grundsätzlich nicht gerade stabilisierend für eine Demokratie, also schon auch gefährlich. Ja. Was können denn jetzt Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen tun, um auf diese Herausforderungen gut zu reagieren? Erwachsenenbildnerinnen können Medienkompetenz in ihren Lernangeboten generell aktiv fördern, und zwar auch in Workshops, die eigentlich primär ein anderes Thema behandeln. Man kann da immer auch nebenbei wichtige Aspekte einer medienkompetenten Haltung vermitteln. Wichtig ist aber auch, dass Lehrende immer auch Vorbilder sein sollten, also selbst ihre Quellen immer ausweisen und den Wahrheitsgehalt von Informationen überprüfen, besonders bei KI-generierten Inhalten. Ja, super. Danke dafür. Das waren jetzt lauter gute Überlegungen. Und wir stoppen jetzt wieder unsere Diskussion, die wir ja auch zu Demonstrationszwecken führen, und schauen uns an, was der KI-Support dann daraus macht. Genau, danke Birgit. Ich blende erst einmal die Untertitel aus und befrage jetzt den AI Companion. Sie haben also die Möglichkeit, über die Icon-Leiste den AI Companion zu öffnen und dann eine Frage einzugeben. Also zum Beispiel, was waren bisher die wichtigsten Aussagen? Und der AI Companion generiert nun seine Antwort und im Idealfall, genau, gibt es hier dann eine Zusammenfassung der Meeting-Inhalte. Und Sie sehen schon, er fasst es in mehrere Punkte zusammen
und geht eben auf die besprochenen Inhalte ein. Zum Beispiel Demokratisierung, große Konzerne, aber eben auch Lernmöglichkeiten und was Erwachsene tun können, Erwachsenebildnerinnen tun können. Genau. Also das waren sozusagen die Funktionen mit dem AI Companion, wie man den AI Companion zu den Meeting-Inhalten befragen kann. Sie sehen hier das Transkript des Online-Meetings. Das Transkript kann nun mit einem KI-Chatbot zusammengefasst werden. Prinzipiell geht das mit allen gängigen generativen KI-Chatbots. Für uns bewährt hat sich Claude von Anthropic. Claude ist nun in der neuesten Version Claude 3 verfügbar. Und Claude 3 gibt es in drei Varianten: Haiku, Sonett und Opus. Wobei Opus die stärkste Variante des Sprachmodells ist und nach Angaben der Entwickler im Benchmark-Test sogar besser abschneidet als OpenAIs GPT-4. Bei Claude 3 handelt es sich prinzipiell um einen kostenpflichtigen KI-Chatbot. Meldet man sich aber auf you.com kostenlos an, kann man Claude 3 für 5 Anfragen täglich kostenlos nutzen. Es können auch andere Sprachmodelle ausgewählt werden, zum Beispiel GPT-4 Turbo oder Googles Gemini 1.5 Pro, die derzeit zu den stärksten am Markt zählen. Im Smart Mode lässt sich you.com auch ohne Anmeldung und kostenlos nutzen. Wir haben den KI-Chatbot in der zweiten Lerneinheit der KI-Serie ausführlich vorgestellt. Für die Zusammenfassung des Transkripts möchte ich Claude 3 verwenden. Ich wähle also Claude 3 Opus und füge das Transkript als Dateianhang hinzu. Danach gebe ich einen Prompt ein. Wie können Erwachsenenbildnerinnen die Medienkompetenz der Lernenden fördern? Was verrät das Transkript dazu? Und Claude generiert nun seine Antwort. Claude nimmt hier wirklich Bezug auf das Transkript und sagt zum Beispiel, dass Medienkompetenz aktiv in Lernangebote integriert werden kann, aber auch, dass Lehrende als Vorbilder agieren können oder zum Beispiel für digitale Medien sensibilisieren können. Und er verweist auch auf den beschriebenen Begriff Producer und auf den Einfluss großer Tech-Konzerne und Plattformen sowie auf Klicks, Likes und emotionalisierenden Content. Das ist also tatsächlich das, was im Online-Meeting besprochen wurde. Ich möchte nun noch mit einem spezifischeren Prompt nachhaken und frage zum Beispiel, wer hat das Gespräch geleitet und wie war die Stimmung im Meeting? Claude generiert wieder die Antwort. Auch hier ist die Antwort von Claude ganz interessant. Zuerst schreibt Claude, das Gespräch wurde von einer Person offenbar geleitet, die erklärte, dass es sich um eine vorbereitete Diskussionsrunde handelt, um zu demonstrieren, wie man KI in Zoom-Meetings nutzen kann. Und das Ergebnis bezüglich der Stimmung lautet wie folgt. Zur Stimmung lässt sich dem Transkript nicht viel entnehmen, da es sich um eine sachliche Fachdiskussion handelt. Es gibt keine Hinweise auf Unstimmigkeiten. Generell war aber die Stimmung neutral bis freundlich kooperativ. Eine interessante Antwort. Nun aber noch ein wichtiger Punkt. Bitte holen Sie unbedingt die Zustimmung der beteiligten Personen ein, bevor Sie ein Transkript mit einer öffentlich zugänglichen KI weiter verwerten. Als nächstes folgt noch ein Blick auf die neuen KI-Funktionen am Zoom Whiteboard. Dazu muss ich ein Whiteboard öffnen. Das funktioniert einfach mit Klick auf Whiteboards. Und dann blendet sich schon mein Zoom-Whiteboard ein. Und hier habe ich jetzt neu den AI Companion, der mir beim ersten Mal erklären wird, dass Zoom keine Inhalte verwendet, um ein KI-Modell zu trainieren und dass KI-generierte Inhalte natürlich fehlerhaft sein können. Jetzt schaue ich mir mal die Möglichkeiten an, was ich mir hier
generieren lassen kann von diesem neuen KI-Whiteboard auf Zoom. Und ich bitte Sie um folgendes Gedankenexperiment. Wir wären in einem Arbeitsmeeting unter Kolleginnen und würden uns überlegen, was wir denn brauchen, um das erste Mal KI in einem Kurs einzusetzen. Und dazu poste ich jetzt hier die vorbereitete Frage, was Erwachsenenbildnerinnen tun müssen, um KI eben einzusetzen. Kleinen Moment. Und die Frage steht schon da. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder Kurznotizen generieren zu lassen oder eine Tabelle oder einen Text oder auch eine Mindmap oder ein Flussdiagramm. Ich bleibe jetzt mal bei den Kurznotizen und schaue, was passiert, wenn ich diesen Prompt abschicke. Und es wird tatsächlich in kurzer Zeit in Form von Kurznotizen ein Ergebnisvorschlag generiert. Und hier würde ich mal als allererstes auf diese Annehmen-Funktion klicken und dann kann ich nämlich die Posts einzeln bearbeiten und mir einzeln anschauen, was macht wirklich Sinn und was nicht. Also was müssen wir vorbereiten, bevor wir KI-Tools einsetzen? Ziele und Lernziele für den Kurs mit KI-Tools festlegen. Das ist mir jetzt zu unspezifisch. Ja, ich klicke das jetzt mal weg. Ich lösche das einfach mit Entfernen, weil Ziele und Lernziele festzulegen ist für jede Kurseinheit wesentlich, nicht nur für KI-Tools. Lernaktivitäten und Übungen mit den KI-Tools planen, auf alle Fälle. Gewünschte KI-Tools für den Kurs auswählen und testen, gute Idee. Materialien und Ressourcen für die Nutzung der KI-Tools vorbereiten, ja, wenn es solche braucht, würde ich das sicherlich richtig finden. Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der KI-Tools sicherstellen, gute Idee. Also sprich, schauen, ob alle Zugang haben, ob das einfach ist ohne Anmeldung oder ob es eine lokale KI gibt oder braucht. Notwendige Schulungen für die TeilnehmerInnen zur Nutzung der KI-Organisation organisieren, ja, oder Tools auswählen, die keine Schulung erfordern. Genau, prinzipiell nicht falsch. Und Evaluation und Feedback-Mechanismen für den Einsatz der KI-Tools im Kurs entwickeln. Auch das, aber das lösche ich jetzt wieder, weil mir das zu unspezifisch wäre. Stattdessen habe ich vielleicht eine eigene, eine andere Idee. Ich möchte vielleicht stattdessen mir überlegen, Datenschutzrichtlinien festlegen und ausgeben für die Teilnehmerinnen, vorbereiten und den Teilnehmerinnen vermitteln, dass sie keine sensiblen Inhalte posten sollen, wenn sie die KI verwenden und dergleichen. Oder ich habe noch, möchte noch mir vorher überlegen, wie sollen KI-Produkte zitiert werden, zitierweise für KI-Produkte definieren oder andere Dinge, die ich auch wichtig finde. Ich mache das in dieser Ausführlichkeit, weil ich es für ganz wesentlich halte, dass wir nicht einfach alles annehmen, was uns hier eine KI an Vorschlägen generiert und macht. Die KI kennt trotz allem die Welt nicht und es liegt an uns zu entscheiden, was Sinn macht und was nicht. Der Workflow ist auf jeden Fall sehr angenehm, sehr verführerisch und ich kann jetzt auch das Ergebnis noch als Bild exportieren oder ich kann es einfach screenshotten. Hier mache ich einmal einen PNG-Export und exportiere mal das Bild und danach können wir einfach und bequem damit weiterarbeiten und werden uns im nächsten Schritt anschauen, wie wir das Ganze dann auch noch KI-gestützt weiterführen können. Ich habe jetzt ChatGPT-4 geöffnet, um mit den Ergebnissen dieses Whiteboards weiterzuarbeiten. Dazu muss ich einmal einen Prompt eingeben. In diesem Fall, ich lade gleich ein Bild hoch, mit dem du dann arbeiten sollst. Das Bild enthält die Ergebnisse eines Brainstormings. Bitte mach daraus eine Checkliste und so weiter. Und dann lade ich auch das Bild hoch. Und da würde ich jetzt erwarten, dass ChatGPT in kurzer Zeit eine vernünftig klingende Checkliste für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner generiert, die KI-Tools eben einsetzen möchten.
Ich hätte genauso gut eine andere Anweisung geben können, zum Beispiel erstelle einen Blogpost oder entwirf eine Schulung zu diesem Thema. Wir sind es ja schon gewohnt, was passiert. Es entsteht ein sehr wohl formuliertes Ergebnis in sehr, sehr kurzer Zeit. Manchmal ist das Ergebnis auch etwas oberflächlich oder trivial, was in der Natur der Sache liegt. In der Praxis würde ich schon annehmen, dass es ein bisschen mehr braucht als diese Dinge, die wir da im Brainstorming entwickelt haben. Auf organisationaler Ebene sollte man sich natürlich überlegen, wann und zu welchem Zweck und wie KI-Tools in der jeweiligen Einrichtung überhaupt eingesetzt werden sollen. Und für unsere Zwecke, für diesen Workflow, ist das auf jeden Fall ausreichend gewesen. Natürlich kann man das jetzt auch mit Bildern aus Präsenzworkshops machen, also wenn Sie zum Beispiel ein Flipchart abfotografieren und das Bild hier hochladen, können Sie das genauso gut KI-gestützt weiterverarbeiten wie einen Screenshot aus einem KI-gestützten Whiteboard aus Zoom. Wichtig ist dabei, sobald andere Personen am Originalprodukt mitgewirkt haben, sei das jetzt ein Zoom-Whiteboard oder sei das ein Flipchart im Präsenzraum, dann müssen Sie diese Personen streng genommen auch wirklich um Zustimmung bitten, bevor Sie mit dem Produkt etwas weiter generieren oder verarbeiten. Sonst kann ja aus urheberrechtlichen Gründen jeder zu Recht sagen, ich habe an diesem Whiteboard oder an diesem Flipchart mitgewirkt und ich möchte mitbestimmen können, was mit diesem Produkt passiert, an dem ich Miturheber oder Miturheberin bin. Viele der KI-Funktionen, die wir in Zoom gezeigt haben, sind auch auf anderen Videokonferenzplattformen verfügbar. Einige hilfreiche Anwendungen möchten wir nun noch für Webex und Microsoft Teams zusammenfassen. Webex bietet direkt auf der Plattform keine integrierte Avatar-Funktion, empfiehlt aber dafür, das Programm Animaze zu nutzen, mit dem man plattformübergreifend Avatare verwenden kann. Hat man das Programm am eigenen Rechner installiert und einen passenden Avatar ausgewählt, kann man diesen in einem Webex-Meeting nutzen. Auch automatisch erzeugte Untertitel und Transkripte sind auf Webex verfügbar, jedoch nur im Bezahlabo. Die Untertitel werden jeweils in der Sprache erstellt, die im Meeting gesprochen wird. Und so können Sie die Untertitel im Meeting aktivieren. Webex bietet so wie Zoom auch eine Whiteboard-Funktion an, jedoch mit weniger KI-Funktionen. Der Magic Pen, der dort verfügbar ist, begradigt selbst gezeichnete Formen, wie Sie das hier sehen können. Auch in Microsoft Teams können Sie zur Unterstützung Ihrer Meetings einige KI-Funktionen verwenden. Teams bietet eine Avatar-Funktion als integrierte App an, die Sie aktivieren und nutzen können. Untertitel und Transkription sind ebenfalls auf Teams verfügbar. Die Untertitelfunktion kann man hier bei den drei Punkten unter Sprache und Sprechen und dann Live-Untertitel aktivieren verwenden. Die Transkription kann im Meeting aktiviert werden, indem Sie wieder auf die drei Punkte klicken, Aufzeichnen und Transkribieren auswählen und dann Transkription starten. Um Funktionen wie Avatare und die Live-Transkription in einem Meeting nutzen zu können, müssen Sie diese zuerst in den Administrator-Einstellungen im Backend freigeben. MS Teams bietet außerdem eine automatische Übersetzung der Live-Untertitel und KI-generierte Meeting-Notizen und Zusammenfassungen an. Diese Funktionen sind aber nur in der Teams Premium-Mitgliedschaft verfügbar. Das Whiteboard, das über Teams verwendet werden kann, hat zum jetzigen Zeitpunkt in der Basisversion noch keine KI-Funktionen. Mit einem Microsoft Copilot Pro-Abo sollen laut Microsoft jedoch ähnliche Funktionen möglich werden wie jene, die wir Ihnen bereits mit dem Zoom-Whiteboard gezeigt haben. Wir haben ja anfangs schon erwähnt, dass Sie auch die Apps Read oder Fathom Ihrem Zoom-Raum hinzufügen können, um Ihre Meetings mit KI-Unterstützung zusammenfassen oder analysieren zu lassen. Und das geht natürlich auch mit anderen Videokonferenzsystemen. Read können Sie zum Beispiel auf Google Meet, Webex oder Microsoft Teams aktivieren. Fathom funktioniert mit Google Meet und Microsoft Teams, nicht jedoch mit Webex.
Zusätzlich möchten wir Ihnen noch ein Tool namens Jamie vorstellen. Bei Jamie handelt es sich um ein Programm, das Sie sich lokal auf Ihren Rechner laden und mit dem Sie plattformübergreifend Meetings transkribieren und analysieren können. Das funktioniert sogar mit Präsenzmeetings. Außerdem hat Jamie einen integrierten Chatbot, dem Sie Fragen zu den Meetings stellen können. Und Jamie hat den großen Vorteil, dass es sehr datenschutzfreundlich ist, denn der Anbieter hat seinen Sitz in Deutschland und bekennt sich explizit zur Datenschutzgrundverordnung. Hier sehen Sie einen ganz kurzen Blick auf Jamie und seine wichtigsten Funktionen. In dieser Lerneinheit haben wir Möglichkeiten gezeigt, wie man KI live online verwenden kann. Es stellt sich nun natürlich die Frage, wie sich diese KI-Anwendung weiterentwickeln wird. Erwarten uns schon bald interaktive Live-Avatare, die Online-Veranstaltungen selbstständig moderieren? Live-Avatare können bereits erstellt und online aufgerufen werden. David Rödler hat zum Beispiel einen eigenen Live-Avatar erstellt, mit dem man online chatten kann. Fragen wir doch mal seinen Live-Avatar. Kannst du eine Online-Veranstaltung moderieren? Ja, ich moderiere regelmäßig Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Themen. Kannst du Veranstaltungen auch in Präsenz abhalten? Ja, ich habe auch Erfahrung mit der Moderation von Veranstaltungen in Präsenzform. Aber du bist doch ein Avatar, der keinen Körper hat. Wie kannst du dann Veranstaltungen in Präsenz moderieren? Das ist richtig. Ich habe keinen physischen Körper, aber ich kann dennoch mit einem Team zusammenarbeiten, das Veranstaltungen in Präsenz moderiert. Eine eigenständige Moderation durch einen KI-Avatar sehen wir derzeit sehr kritisch. Soziale Situationen sollen weiterhin von Menschen gesteuert werden. Ein Beitrag auf erwachsenenbildung.at zeigt, wie grundlegend sich spezifisch menschliche Fähigkeiten von den Leistungen einer KI unterscheiden. Trotzdem können die KI-Anwendungen, die wir gezeigt haben, in Live-Situationen viel Nützliches leisten. Und damit wünschen wir Ihnen wieder viel Freude beim Ausprobieren der KI-Anwendungen.